Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wenn ihr meine morgendliche Verwandlung von so zu so mit beobachten möchtet, dann bleibt doch einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim heutigen Video. So, wir beginnen im Badezimmer. Da geht es natürlich erstmal los mit der Gesichtspflege. Da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein. Aber ich möchte euch einmal ganz kurz zeigen, dass ich mir erstmal das Gesicht eincreme und direkt danach die Foundation auftrage, weil ich es irgendwie ganz angenehm finde, dass sie sich so ein bisschen mit der Tagespflege vermischt und dann nochmal ein bisschen leichter ist, als wenn man jetzt auf die trockene Haut aufträgt. Also ich creme einmal ganz schnell das Gesicht ein. So eine Tagespflege von Dr. Hauschka, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, sondern hier auf meine Foundation. Die ist auch von Dr. Hauschka, blende ich euch auch gleich nochmal genauer ein. Die verwende ich jetzt schon seit über einem Jahr und bin total zufrieden, weil die wirklich so eine leichte Deckkraft hat und nicht so ein betonartiges Finish. Genau, die trage ich jetzt eigentlich genauso wie die Creme nochmal oben drüber auf. Ein bisschen eindrücken. Ich benutze auch gar keinen Pinsel mehr, sondern einfach nur die Hände. So, das war's schon hier im Badezimmer. Wir switchen jetzt gleich rüber ins Schminkzimmer. Erst wasche ich mir aber mal die Hände, weil diese Foundation an den Fingern mag ich immer überhaupt gar nicht. Deswegen mache ich diesen Schritt auch hier im Badezimmer. So, jetzt sind wir hier an meinem Schminktisch in dem Zimmer, wo die kleine Elena schläft. Die spielt aber noch unten, das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Also, als erstes fange ich an, meine Augenlider zu grundieren. Ihr seht gleich, warum ich das mache. Das ist so ein MAC Paint Pot in der Farbe Painterly. Ich schreibe euch die ganzen Sachen aber auch noch unten in die Infobox rein. Ja, damit habe ich früher angefangen, als ich noch ganz viel Lidschatten getragen habe, weil der Lidschatten sich dann nicht in die Fältchen absetzt. Jetzt mache ich das eigentlich nur noch, um das Augenlid so ein bisschen aufzuhellen. Man sieht dann viel wacher aus. Vielleicht seht ihr schon den Unterschied. Das Augenlid ist jetzt behandelt und das noch nicht. Jetzt im Alltag trage ich gar nicht mehr so viel Lidschatten, aber bei diesem MAC Paint Pot bin ich irgendwie hängen geblieben. Ein bisschen wach möchte man ja auch im Mama-Alltag aussehen. Genau so, das geht schon mal ganz fix. So, als nächstes ist natürlich ganz wichtig, Augenringe abzudecken. Da nehme ich entweder hier von Clarins, wie auch immer man das ausspricht, diesen Concealer. Oder ich nehme hier von Make Up For Ever den Concealer. Ich entscheide mich aber jetzt heute mal hier für den von Clarins, wie auch immer man die ausspricht, wie gesagt. Französisch ist nicht meine Sprache. So, dann nehme ich mir so ein kleines Kleckschen auf den Ringfinger und tupfe das hier unten einfach ein. Also, soll ja schnell gehen, man hatte morgens nicht viel Zeit. Aber ich nehme immer gerne für die Augenpartie den Ringfinger, weil der am sanftesten ist. Habe ich zumindest mal gelesen und habe mir das jetzt so angewöhnt. Auch abends für die Augencreme, die wird auch immer mit dem Ringfinger aufgetragen. So, jetzt sieht das alles schon mal ein bisschen besser aus. Hier unten habe ich noch so ein paar Unebenheiten. Da nehme ich jetzt kurz den anderen Concealer. Dann gleichen wir das auch noch so ein bisschen an. So, als nächstes nehme ich ganz gerne hier so einen leichten Puder von Dr. Hauschka. Den trage ich dann natürlich mit einem Pinsel auf. Einmal den Concealer unterm Auge ein bisschen setten, das Kinn und so rund um die Nase. Das war's auch schon. So, als nächstes, ich nehme zwar keinen richtigen Lidschatten, aber ich nehme mir ganz gerne von Bobbi Brown so einen Schimmerstick oder wie auch immer das heißt. Ich, wie gesagt, es steht alles nochmal unten in der Infobox. Ich muss das nochmal nachschauen. Das schmiere ich mir jetzt hier einfach auf die Augenlider drauf. Und verteile das dann auch hier mit dem Ringfinger, sodass man so ein bisschen einen leichten Schimmer hat. So, dann machen wir weiter mit den Wangen. Die sollen ja auch schön frisch und gut durchblutet aussehen. Da habe ich hier einen Stick, der sieht aus wie so ein überdimensional großer Lippenstift. Den trage ich einfach mit meinem Pinsel dahin auf, wohin soll. Auf die sogenannten Apfelbäckchen.
Die sieht man leider nur, wenn man das Gesicht so ein bisschen komisch verzieht. So. Und meistens auch, um das Ganze so ein bisschen zu setten und länger haltbar zu machen, nehme ich noch von Bobbi Brown einen Blush. Der kommt einfach noch oben drauf. So, ich sehe hier gerade meinen Hoola Bronzer. Also das, der ist so ein bisschen der Zeit zum Opfer gefallen. Das Ganze muss ja schnell gehen. Also wenn ich nicht gerade in die Kamera quatsche und die Kamera hin und her stellen muss, dann dauert das Ganze so zwischen 7 und 8 Minuten. Deswegen steht das auch so im Titel. Heute dauert es natürlich ein bisschen länger, weil ich mit euch rede. Ach, apropos, hier sehe ich auch noch was. Wenn es mal ein bisschen länger halten soll und das Gesicht wie Photoshopped aussehen soll, nehme ich gerne hier von Trini London diese BFF Distress Geschichte. Das ist quasi so eine Mischung aus Serum und Foundation. Ganz, ganz tolles Zeug, aber leider ziemlich teuer. Deswegen nehme ich das nicht jeden Tag, sondern eben nur für besondere Anlässe. Wenn ich weiß, an dem Tag ist irgendwas Besonderes oder das Make-up muss besonders lange halten, dann nehme ich gerne diesen Schritt anstatt der Foundation, was ich euch vorhin im Badezimmer gezeigt habe. Genau, die ist leider schon fast leer und leider relativ teuer. Deswegen bin ich da jetzt wirklich sehr sparsam mit. So, kommen wir aber zurück zum normalen Programm. Der nächste Schritt wäre jetzt der Eyeliner. Da nehme ich einen von Catrice. Der hat sich bei mir bewährt. Ich nehme ja sehr gerne für die Augen wasserfestes Make-up. Ich habe früher immer den Eyeliner von Clinique genommen. Der war auch ganz toll, hat aber 20 Euro gekostet. Jetzt habe ich mich mal so ein bisschen durchprobiert wieder in der Drogerie. Ich weiß nicht mehr genau, wie teuer dieser Catrice-Stift ist, aber der wird irgendwas zwischen 3 und 4 Euro kosten und hält wirklich genauso gut wie der von Clinique. Also der ist auch wirklich wasserfest, hält den ganzen Tag, steht auch drauf, waterproof, aber manchmal steht mehr drauf, als es leistet. Aber bei diesem Eyeliner ist das super. So, jetzt versuche ich mal, mir vor laufender Kamera einen Lidstrich zu ziehen. Das ist nicht so ganz einfach. Normalerweise klebt dieser Spiegel hier am Spiegel dran, aber dann kann ich so schlecht drehen. Deswegen versuche ich das jetzt mal hier aus der freien Hand. Ganz so hundertprozentig sauber geworden. Das geht tatsächlich besser, wenn ich nicht mit einer Hand den Spiegel halten muss, aber zu Demonstrationszwecken. Und es geht ja, glaube ich, auch vor allen Dingen um die Produkte vielleicht, die ich empfehlen kann. Dieser Eyeliner ist auf jeden Fall super. So, aber ihr habt ja gesehen, das ist so ein Filzstift-Eyeliner. Den lasse ich jetzt ganz gerne erstmal trocknen. Und in der Zwischenzeit können wir uns um die Augenbrauen kümmern. Dann nehme ich auch ganz gerne von Catrice diesen Augenbrauenstift. Der hat auf einer Seite einen kleinen Pinsel, damit kämme ich mir hier die paar mickrigen Härchen, die ich hier habe, einmal durch. Und auf der anderen Seite ist eben dann dieser Stift, den kann man eben hoch und runter drehen. Das ist so ein Automatik-Ding. Auch da habe ich hier sonst meinen Vergrößerungsspiegel hängen, aber ich versuche es heute mal ohne und versuche meinen Augenbrauen eine halbwegs vernünftige Form zu geben. So, noch einmal nachbürsten. So, ich finde, das macht immer dramatisch was aus. Ich habe mir früher nie die Augenbrauen geschminkt, aber es rahmt tatsächlich doch das Gesicht ein und wenn man nur so ein paar fusselige Härchen hat, wie ich, sieht das doch deutlich besser aus, wie ich finde. Ja, jetzt kommen wir schon zum letzten Schritt eigentlich und zwar Mascara auftragen. Da habe ich mir auch angewöhnt, die Wimpernzange zu benutzen. Ich rede lieber nicht, sondern mach einfach. Habe ich eine Wimpernzange von Charlotte Tilbury. Ich weiß aber nicht genau, wo da der Unterschied ist zu den Wimpernzangen aus der Drogerie. Ich glaube, da kann man wirklich jede nehmen.
Und jetzt sind die Augen, also beziehungsweise die Wimpern vorbereitet für die Mascara. Dann nehme ich im Moment die hier von Maybelline, diese Curl Bounce oder wie die sich nennt. Ich nehme auf jeden Fall immer eine wasserfeste Mascara. Und ja, da wechsle ich tatsächlich ganz gerne mal viele Produkte. Vielen Produkten bin ich wirklich sehr treu und benutze die schon seit Jahren. Und Mascara probiere ich mich so durch. So, dann nehme ich mir jetzt hier meinen Vergrößerungsspiegel. Den kann ich mir so halten, wie ich möchte. Und habe dann den besten Winkel, um möglichst wenig rumzuschmieren. Ich sehe aber schon, hier hängt so ein bisschen was Schwarzes dran. Streifen wir nochmal ab. Und los geht's. So viel zum Thema in Ruhe fertig machen. So. Zweites Auge, dann haben wir es schon geschafft. Ich habe einen richtigen Feuerwehrschlauch. Cool. Feuer ist gelöst. So, für die Mascara brauche ich tatsächlich immer am längsten, weil ich finde, das ist somit das Wichtigste, was das Make-up ausmacht. Und so bin ich eigentlich jetzt auch schon fertig. Ich mache mir nur schnell die Haare auf. Die liegen heute nicht so toll. Ich denke mal, da mache ich gleich noch was mit. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. So sieht auf jeden Fall mein fertiges Make-up aus. Wie gesagt, das dauert wirklich nur 7-8 Minuten. So renne ich jeden Tag rum. Ich gehe auch wirklich immer nur geschminkt aus dem Haus, also wirklich extrem selten ungeschminkt. Und die Zeit nehme ich mir morgens immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ein bisschen weitergeholfen und euch Mut gemacht, einfach auch, wenn ihr darauf Wert legt, die 7-8 Minuten sich morgens zu nehmen und ein bisschen Make-up aufzutragen. Ich finde, es macht einen Wahnsinnsunterschied und man geht ganz anders durch den Tag. Ich freue mich, wenn ich euch bald wieder sehe bei meinem nächsten Video. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!